Na, was traut er sich zu, der Marc, noch vor den Verfallstagen, hätte ich fast gesagt, vom Verfallstag morgen? Kriegt der Marc noch irgendwie was gebacken oder ist das eine Schiebewurst, die wir in den nächsten Stunden hier noch zu erwarten haben? Aktuell sind wir so halbwegs auf Schiebewursttaktik unterwegs. Wir sehen das, dass wir nach dieser klassischen dynamischen Aufwärtsbewegung hier eine Korrektur bekommen aktuell. Und das würde mich nicht wundern, wenn wir in der nächsten Zeit noch hier drin verbleiben. An sich wäre das sogar wunschgemäß, wenn der Markt irgendwie, ich sage jetzt mal vorsichtig, sowas basteln würde. Das fände ich herzallerliebst, denn das würde mir eine gute Chance geben, wenn der Markt dann später diese Zwischenhochs rausnimmt, dann auf der Long-Seite mit dabei zu sein. Also, das wäre wichtig, diese wackelige Geschichte abzuwarten, bis man hier getriggert wird. Aktuell ist der Trigger erst hier oben, denn wir haben ja hier seit dem Tief, das gucken wir uns gleich bei dem anderen Markt nochmal an, beim S&P 500 beispielsweise, da hätten wir noch ein bisschen, naja, Platz nach oben haben wir auf jeden Fall, denn wenn wir uns das mal angucken, hier diese Aufwärtsseite, das wird die entscheidende Marke sein. 26, nee, wo haben wir sie? 27.600 in etwa hier das letzte Hoch, was wir hier vor einigen Tagen hatten. Geht der Kurs darüber hinweg, dann hätten wir diese steile Abwärtsbewegung. Ich finde es nicht so typisch, wenn er das machen würde. Aber dann hätte er die einfach weggeschluckt und gesagt, ist mir alles wurscht, wir laufen jetzt erstmal weiter. Klassisch wäre es eigentlich, wenn wir unterhalb dieser entscheidenden Marke bleiben. Zum Beispiel, wenn der Markt jetzt hier als nächstes zwar nach oben geht, aber weitaus weniger dynamisch, als wir das vorne gesehen haben, um dann nochmal nach unten zu gehen. Man sieht, da ist eine ganze Menge, was er erst nochmal leisten muss. Jetzt schon mal Short zu gehen, finde ich nicht super sexy, ganz ehrlich. Das wäre auch nicht typisch, denn wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja hier auch diesen super starken Anstieg hier auf dieser Seite und dementsprechend ist die Erwartungshaltung eigentlich, dass sich das nochmal nach oben fortsetzt. 27.600, das letzte Zwischenhoch hier vom 9. Juni hier beim Dow Jones, das ist ein Indiziengeber. Geht der Markt darüber hinaus, ja oder nein? Für mich im Kleinen wäre das jetzt hier eigentlich eine schöne Geschichte, um das zu handeln. Jetzt wechseln wir mal bewusst auf den S&P 500. Das Bild grob natürlich das gleiche. Hier ist es dann natürlich ein anderer Wert. In dem Fall ungefähr die Marke bei 3230, Pi mal Daumen, das letzte Hoch, ebenfalls 9. Juni. Und hier wird entschieden, ob der Markt nochmal drüber geht. Kann man auch vorher schon long gehen, bevor der Markt vielleicht nochmal hier runter geht? Sprich, macht er das überhaupt? Das weiß ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Das würde sich extrem anbieten, um hier diese typischen Muster zu erfüllen, aber das ist natürlich nicht gesagt. Eine andere Variante wäre jetzt hier zum Beispiel dieses Zwischenhoch long zu gehen, ist aber natürlich einigermaßen weit weg vom Tief und dicht dran am Hoch. Das gibt nicht so eine schöne Chance-Risikorelation. Man muss aber natürlich nicht im Stundenchart argumentieren. Man kann natürlich auch gut und gerne sagen, ich gehe mal, na, Minute ist vielleicht arg kurz gedacht, aber 5 Minuten, 15 Minuten Chart und schaue dort, dass ich was Wackeliges bekomme. Das allerdings, muss ich gestehen, finde ich hier noch nicht herzallerliebst. Denn die Bewegung hier runter, machen wir es nochmal richtig, die Bewegung hier runter, die ist relativ stark und die Aufwärtsbewegung einigermaßen schwach. Da würde ich mir sogar noch vorstellen können, dass der Kurs, wenn er diese Marke triggert, das ist ganz wichtig, nicht einfach sagen, ja, das macht er doch auf jeden Fall. Das sieht auch schick aus, wie er es gesagt hat. Er erklärt das auch immer ganz schön. Nein, das ist dadurch nicht gesagt. Wenn der Markt das aber macht, dann nochmal die Shortseite in Anlehnung an diese Tiefs, die dann möglicherweise im Bereich von 3040, 3030, irgendwie sowas in die Richtung liegen. Also noch ein gutes Stück tiefer. Das kann man dann vielleicht nochmal ins Auge fassen, wenn er, wie gesagt, das triggert. Macht er das nicht, zeigt er sich dann doch im Laufe des Nachmittags nochmal stärker, ja, dann geht das gleiche Spiel halt auf der Aufwärtsseite los. Sprich, wenn wir nochmal abwärts wackeln, dann haben wir die Chance, dass der Kurs nach oben eben uns nochmal einen wunderschönen Trigger beschert. Das kann so eine Bewegung sein, das kann aber auch irgendwie eine A, B, C sein. Also natürlich vorher nochmal nach oben. Dann liegt der Trigger zum Beispiel auf diesem Niveau. Das Prinzip bleibt dabei das gleiche. Das wird wohl unsere Aufgabe für heute Nachmittag sein, genau nach solchen Szenarien zu gucken. Manchmal ist das zu undeutlich. Hier zum Beispiel gab es für mich nichts zum Shorten, denn der Markt ist hier sehr, sehr steil und sehr ungewackelt, sage ich jetzt mal hochgelaufen. Hier sieht man das, dass die Gegenbewegungen deutlicher ausgefallen waren, weshalb man hier zumindest mal, wenn man hier auch alle Daten sich anzeigen lässt, im Zweifelsfall. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Ladebedarf hier an dieser Stelle, wo man dann gegebenenfalls sagen kann, da kann man sich nochmal durch das Hochgewackelte hier rein
stoppen lassen, wenn der Kurs dann irgendein Zwischentief dann entsprechend dann nochmal reißt. Also nicht traurig sein, wenn das nicht immer zu erkennen ist, hier zum Beispiel nicht. In anderen Phasen sieht man es ziemlich deutlich, scharfe Seite, wackelige Seite, die Fortsetzung nochmal nach unten. Also das Prinzip geht auf allen möglichen Zeitebenen, was ich hier auf Stunde gezeigt habe, können die Aktiven unter uns natürlich genauso versuchen, hier im kurzfristigen Chart dann nochmal mitzunehmen. Das Prinzip bleibt das gleiche. Bleibt vielleicht nochmal ein letzter Blick auf die Daten zu werfen. Wir hatten ja heute die Jobless Claims, das ist jetzt für die etwas längerfristig orientierteren und vor allen Dingen die Continuous Jobless Claims, also die dauerhaft, also wieder hingegangen sind und gesagt haben, ich bin immer noch arbeitslos, immer noch auf sehr hohem Niveau. Das hat sich also nicht wirklich verändert. Man ist von leichten Rückgang ausgegangen. Es ist aber nahezu identisch zum Vormonat, da ist keine große Änderung. Was sehr auffällig ist, der Philly Fed, denn der ist nach minus 43 bei minus 23 erwartet worden. Da sieht man mal, wie toll die Erwartungen offensichtlich sind oder was das für Profis sein müssen. Ich sage dazu mal nichts. Ich meine, was soll man dazu sagen? Nachher ist das Ganze mit 27,5 plus rausgekommen hier. Also insofern komplett anders, als damit gerechnet wurde. Den Markt hat das aber im Einzelnen nicht so wirklich bewegt. Wer geguckt hat, 14.30, die Marktbewegung war sehr harmlos. Und daran sehen wir, dass die gesamten Informationen aktuell vom Markt eigentlich erstmal ignoriert werden. Das spielt nicht eine große Rolle. Und auch die deutlich besseren Daten hier zum US Leading Index, zum Frühindikator, der ja auch ebenfalls deutlich besser rausgekommen ist. Naja, was soll man dazu sagen? So richtig merken kann man auch die Abweichung von den Erwartungen und die deutlichen Abweichungen von zuvor im Chart nicht. Dementsprechend kann man eigentlich nur sagen, wenn es die Daten nicht sind, dann hoffentlich zumindest mal der Chart, wo man etwas draus lesen kann. Wollen wir mal hoffen, dass uns das heute Nachmittag allen gelingt. Dafür drücke ich allen die Daumen. Freue mich dann auf unseren nächsten Beitrag. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße.